SPD reicht nicht. Ja. Super, da könnte ich mich dran gewöhnen. Eine Best-of-CD, habe ich eben gesagt, reicht nicht. Jetzt gibt es die zweite. Ab heute gibt es die auch zu kaufen. Da sind alle Hits drauf, jetzt der letzten 4, 5, 6 Jahre so ungefähr, ne? Oh, der letzten 25 Jahre. Also das sind auch... Die verteilt auf beide. Echt? Genau. Auf der zweiten sind auch 4 neue Songs, also die Mama-Nummer, Mystic Nights und 2 ganz neue, noch nie veröffentlichte. Ja, das ist ganz schön geschickt, da muss man sich ja die kaufen. Darf man. Wir schauen uns jetzt mal... Ja, ach, das, die geht schon weg, das weiß ich. Wir schauen uns jetzt mal den Zwischenstand an. Was meint ihr? Welchen Clip von euch werden wir wohl haben? Oh. Aha, First Time. Ah, du hast schon geguckt. Nein, echt nicht? First Time. Ja, du meinst. Hey! Ah! Oh. Oh, das ist aber nett. Johnny, what are you doing? Ciao! Ihr kennt ihn vielleicht. Ne, der gehört auch hin. Der kann auch ruhig da bleiben, du. Johnny war unsere erste Müllträger zu Hause. Ach so. Die Jungs haben alle machen müssen. Erst Johnny, dann Joey, dann Jimmy und dann Paddy. Jetzt mach's Angelo. Der macht's aber nie. Aber die müssen ja nicht dann gleich in der Mülltonne drin sein. Ja. Doch, Gim nicht wohnt da in der Mülltonne. Ja. Ihr geht ja ganz schön hart dran. Naja, wir schalten jetzt einfach mal hoch zu Blümchen, die ja ein paar Fenster auch am Start hat. Und einfach mal schauen, was die so wissen wollen von euch. Ali. Hallo. Jasmin. Hallo, ganz erfroren, aber warm ums Herz ist uns geworden bei diesem schönen Song, Mama. Das hast du schön gesagt. Und ich habe Nicole hier und sie hat eine schöne Frage. Los geht's. Ja, ich möchte wissen, wann Angelos Soloalbum rauskommt. Angelos Soloalbum. Wann kommt Angelos Soloalbum? Also ich habe mal erwähnt, dass ich vielleicht ein Jazzalbum mache. Wow. Aber ich muss erst mal dran schreiben und wenn ich das überhaupt mache, ich weiß. Jazz braucht Zeit. Der ist noch jung, der Jasmin. Ist noch 17 und das schafft er bestimmt irgendwann. Wenn der. Ja, aber Nicole ist schon ganz ungeduldig. Also es sollte so in den nächsten 5 Jahren schon über die Runde gehen, oder? Ja, in 5. Musst du dich jetzt ein bisschen beeilen? Nicole braucht dieses Album. Und das Schöne ist, für euch fängt Weihnachten schon jetzt an, weil hier sind so viele Geschenke, die bringe ich nachher mit rein. Eine Frage habe ich hier noch, eine schöne. Wer ist dein Name nochmal? Julia. Julia, ja. Los geht's. Und zwar wollte ich fragen, was das schlimmste Ereignis war, das Sie mit Fans hier hatten. Da hat Maite eine Geschichte mit dem Klo, ne Maite? Ja, ich bin an die Tankstelle hingegangen und muss also ganz schnell aufs Klo. Nee, auf dem Boot da, auf dem Boot. Ach so, auf dem Boot, das noch? Oh ja, das war, ich habe 2 Klo-Erlebnisse. Also wir sind dann von einem Konzert oder so zurückgekommen. Und das war so der Anfangsphase, wo die Hysterie angefangen hat. Damals war Over the Hump. Und dann gehe ich ins Boot, ich muss ganz schnell aufs Klo, ich renne rein, mach's auf und mach Tür zu wieder. Und da sind Fan und die Paddys Hose probiert. Meine Hose! Warum liegt der auf der Toilette? Ja, und dann rufe ich unseren Bodyguard, der große, dicke Mann. Den Hammer, nicht böse gemeint, ne? Und dann geht er rein und schleppt sie raus, so mit den Ohren. Und so. Aber danach habe ich mich nie wieder zu unserer Toilette getraut. Nie wieder? Ja, naja, dass ich quasi meine Hose gepinkelt habe und dann... Aber es war schon ein ganz schön. Also ich denke, das Einzige, wo ich denke, was gefährlich ist, so, aber das geht nicht für alle Fans, das sind nur vielleicht 20, 30, die verfolgen uns mit den Autos hinter dem Bus nachts. Ja. Und das ist gefährlich, weil die gehen dann immer vor dem Bus und so und da kann man einen Unfall bauen. Und das, aber die 99% der Fans machen das nicht, deswegen vielen Dank. Ja, kein Problem. Also nicht mehr so hinterm Bus herfahren genau. Und die Kellys ausbremsen. Kein Dank. Jasmin, haben wir noch eine Frage da? Ja, gerne. Und ist eine Frage, die ich gut verstehen kann, weil das Leben eines Fans ist ja nicht unbedingt eines, was mit viel Geld gekrönt ist, weil man natürlich hinterher reisen muss. Und jetzt, sag mir deinen Namen nochmal. Susanne. Susanne hat eine Frage. Ja, werden die Karten nächste Tour billiger? Billiger? Die nächste Tour werden wir versuchen im Sommer. Ist noch nicht offiziell, aber auf jeden Fall billiger. Und wir versuchen es vielleicht sogar Konzerte umsonst zu spielen, wenn es möglich ist. Wir sind jetzt daran zu arbeiten, dass wir im Sommer eine Tour machen durch Deutschland, die auch mit Free Open Airs ist. Aber auf keinen Fall die Tour so teuer, wie es war. Das war nicht so gemeint und nächstes Tour ist auf jeden Fall so wie früher 5 Mark billiger. Ja, obwohl wir sind die einzige Künstler, die Tickets so günstig, also bei, das stimmt. Ihr müsst denken, das geht
es gibt so viel Produktionskosten, es gibt die Bühne, es gibt über 200 Leute auf, also auf Tour, das heißt, sie müssen alle bezahlt werden und so weiter. Und deswegen kann man die Kosten, da muss schon etwas, eine Spanne sein. Aber wie Joey sagt... Genau, wir versuchen nächstes Jahr besser zu machen, es wird auf jeden Fall besser, auch mit Kinderkarten und auch mit Bestuhlung im Raum und ja. Das hört sich ja sehr gut an. Also ich muss jetzt sagen, dass, ja, dass die Kartenpreise absolut im Rahmen sind. Da gibt es weitaus... Eine sind teurer. Da gibt es weitaus Beispiele. Ich meine, die Kelly bietet eine Show, die wirklich sich gewaschen hat. Das könnt ihr doch bezeugen, oder? Ja. Richtig? Das Mien. Und es gibt ganz andere Beispiele. Brauchst du noch eine Frage? Dankeschön. Das war's schon. Oh, das war's schon erstmal. Wir haben noch einen Anrufer an der Leitung, der auch noch eine Frage loswerden möchte. Wir haben doch keinen Anrufer mehr in der Leitung. Hallo? Jetzt haben wir doch eine Anleitung. Ja. Ja, hallo, ich bin Steffi. Ich wollte eigentlich nur mal fragen, ob die Kellys auch mal Konzerte gehen für kranke Kinder. Denn ich habe selbst eine Tochter von 12 Jahren und die ist herzkrank und sie konnte leider noch nicht auf ein Konzert gehen. Also wir haben, wenn Sie wollen, das ist kein Problem. Wie alt ist Ihre Tochter denn? 12 Jahre. Ja, die kann gerne bei uns Backstage kommen. Wir haben also bei fast jedem Konzert für Kinder oder Jugendliche, die herzkrank oder Krebs haben oder so eine schwere Krankheit haben, die können hinter der Bühne kommen und vom Konzert, wir gehen zu denen und geben Autogramme, machen Fotos und das, die kann auf jeden Fall zu uns kommen. Ihr müsst nur bei CareLife euch anmelden, Frau Starbusch, und dann macht die das. Und es gibt auch einen Bereich, wo die dann extra eine Tribüne haben und da mit einem Betreuer sich das Konzert besser angucken können. Genau. Gut. Aber wir machen auch ab und zu so ins Krankenhäuser, privat und so, dass wir da hingehen und singen für kranke Kinder. Das machen wir schon alles klar. Oft. Wenn ihr Anfragen habt, einfach schreiben. Ja, aber jetzt nicht alle, die jetzt irgendwie herzkrank irgendwie auf einmal sind, weil sie Backstage wollen. Ja, ja, genau. Sehr gut. Ja, ich kenne die Fans. Deswegen. Gut, vielen Dank für deine Antwort. Du bekommst natürlich auch deine Frage natürlich. Du bekommst natürlich das Video und die CD. Und du weißt, wie es funktioniert. Alles klar, dankeschön. Können Sie dann mal alle unterschreiben? Ja, das werden die sicherlich nochmal machen. Das wird und liebe Grüße an Ihre Tochter. Ne? Tschüss. Ja, dankeschön. Ciao. Okay, tschüss. So, das war die Kelly Family jetzt erstmal kurz nach oben. Und jetzt, ja, kommt die Kelly Family gleich nach oben. Ja, ich sehe schon. Stimmung ohne Ende. Wir haben nur den Ton hier weggeschaltet. Also die kreischen ganz schön. Und wir schauen uns das gleich an. Die Kelly ist gleich oben bei uns bei Interaktiv. Bis gleich.